Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich in dieser Osternacht, an diesem Ostermorgen 2024 und freue mich, dass Sie mit dabei sind. 18 Jahre habe ich die Tradition gepflegt, mit der Gemeinde am Osterfeuer zu stehen, mit dem Sonnenaufgang, den Tag zu beginnen, um dann die Osterfeier zu begehen. Nun stehen wir an diesem Ostermorgen auch an einem Feuer. Still war es geworden, nicht nur Jesus wurde zu Grabe getragen, auch viele Hoffnungen und Sehnsüchte fanden in diesem Grab ein abruptes Ende. Bis heute nehmen uns traurige Momente die Fröhlichkeit und unseren Lebensmut. Entsetzt, schockiert und wütend erkennen wir unsere eigene Ohnmacht angesichts des Krieges, des Terrors und des Hasses, den viele Menschen täglich verbreiten. Wie damals Petrus am Feuer wagen wir nicht, unsere Stimme gegen das Unrecht zu erheben, sind einfach froh, dass wir noch einmal davongekommen sind. Doch bereits die Flammen damals an diesem Feuer durchbrachen die Dunkelheit, zeigten und erinnerten Petrus doch eigentlich daran, dass das Licht die Dunkelheit besiegt, dass wir Gottes Liebe niemals zerstören können. Wie täglich der Tag über die Nacht siegt, so siegt Gottes Liebe am Ende über alle Dunkelheit. Auch der Schein unseres Feuers erinnert uns an diesen Siegeszug. Mit einzelnen Fackeln, die wir symbolisch anzünden wollen, stärken und erinnern wir uns, wir lassen uns nicht von der Dunkelheit gefangen nehmen und beeindrucken. Ich bin das Licht, diese Worte sagte Gott uns allen, damit wir aus der Dunkelheit den Weg in das Licht finden. So möchte ich nun symbolisch uns 7 Fackeln entzünden. Zünden wir die erste Fackel, die erste Flamme für die Opfer der in Moskau ums Leben gekommenen und Hinterbliebenen an. Möge dieses Licht uns erinnern, dass wir alle mehr gegen die Gewalt tun müssen. Möge dieses Licht leuchten für die Angehörigen und ihnen Kraft und Hoffnung schenken, damit sie ihren Weg neu finden. Die zweite Flamme zünden wir an für die vielen Kinder, die heute in Not geraten sind. Ob auf der Flucht nach Europa verschwunden, misshandelt, missbraucht, verschleppt, nicht mehr aufzufinden. Möge diese Kerze uns erinnern, dass es mehr Sicherheit und Schutz, aber auch mehr Menschlichkeit für die Kinder braucht. Die dritte Flamme zünden wir an für alle Menschen im Gazastreifen, in der Ukraine und in den anderen Gebieten der Unruhe. Möge dieses Licht uns daran erinnern, dass wirklicher Frieden auch für uns nur möglich ist, wenn alle Menschen in ihrem Land Frieden erfahren können. Die vierte Flamme zünden wir gedanklich an für die vielen Menschen, die auch heute zu diesem Osterfest gegen den Hunger ankämpfen müssen. Möge uns dieses Licht erinnern, dass Teilen nicht nur unsere Spende verlangt, sondern zu einer neuen Lebenseinstellung aller werden muss. Die fünfte Flamme zünden wir an für alle Menschen, die durch eine Krankheit den Lebensmut verloren haben. Möge das Licht uns daran erinnern, dass Menschen gerade in dieser Situation Nähe und Hilfe brauchen. Die sechste Flamme zünden wir an für unsere Familien.
möge uns dieses Licht daran erinnern, dass auch wir Gemeinschaft und Verständnis nötig haben und wir dafür Zeit, aber letztlich auch ein offenes Herz brauchen. Die siebte Flamme zünden wir an für unsere Erde. Möge dieses Licht uns daran erinnern, dass wir den Auftrag haben, diesen wundervollen Planeten für unsere Kinder und Enkel zu erhalten. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Die Sonne ist aufgegangen, das Licht hat uns erreicht, die Dunkelheit ist vergessen und aus der Ferne hörten wir: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieses haben sich die Christen, die ersten Christen, einander zugesungen und man begrüßt sich heute noch in Griechenland mit diesem Ruf. Plötzlich ist die Dunkelheit verschwunden. Plötzlich ist der Tag angebrochen. Lassen Sie uns stille werden und zu Gott beten. Lass uns dich finden in unserem Leben. Hilf uns, dass wir deine Wirklichkeit, deinen Heiligen Geist erleben in unserem Alltag. Und zeige uns die Schwestern und Brüder, mit denen wir Gemeinde leben können. Deine Auferstehung wollen wir glauben und dein Reich feiern. Hilf uns zu einem guten Leben vor dem Tod. Und bewahre den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Psalm für diesen Ostersonntag, er
steht unter der Nummer 136 im Hillegesangbuch. Es ist der Psalm 118. Jubel und Siegesruf erschallen in den Zelten der Gerechten. Machttaten vollbringt seine Rechte. Seine Rechte erhöht, Machttaten vollbringt seine Rechte. Ich werde nicht sterben, sondern leben und seine Taten verkünden. Hart hat er mich gezüchtigt, dem Tod hat er mich preisgegeben. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch die einziehen, um ihn zu preisen. Dies ist das Tor zu ihm, die Gerechten ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zum Heil geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch ihn ist es geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den er gemacht hat. Wir wollen jauchzen und uns an ihm freuen. Das Evangelium für diesen Ostersonntag steht bei Markus im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und die Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Thank you.
Der Predigtext für diesen Ostersonntag, er steht diesmal im Alten Testament, etwas ungewöhnlich im 1. Samuel-Buch, es ist ein Lied. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Und ist kein Fels wie unser Gott. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Liebe Mitfeiernde, wann, wenn nicht zu Ostern, hätten wir Grund, ein Jubellied anzustimmen und zu singen? Das Lied von Hanna ist jedoch viel, viel älter. Da war von Jesus Christus und seiner Auferstehung noch gar nicht die Rede, geschweige denn daran zu denken. Und trotzdem sind wir erstaunt, wie der Inhalt des Liedes auch zu unserem Osterfest passt. Warum ist das so? Es besingt denselben Gott. Es singt von der unglaublichen Erfahrung, wie Gott in einer aussichtslosen Situation plötzlich die Dinge ändert. War es zum Osterfest die Dunkelheit des Todes, des Nicht-Begreifens-Wollen, dass dieser Jesus einfach nicht mehr lebt, mit seiner Liebe, mit seiner Aufbruchsstimmung, mit seinem mutmachenden Auftreten? So war es bei Hanna die große Dankbarkeit, niemals die Bestimmung, als Frau leben zu können, ein Kind zur Welt zu bringen, das Glück von neuem Leben plötzlich nicht in den Händen halten zu können, sondern sogar Anfeindungen der Umwelt einzustreichen und plötzlich dann zu erkennen, sie erwartet ein Kind. Wir spüren, es gibt viele Situationen und Augenblicke, die für uns den Karfreitag und dann den Übergang zum Ostersonntag erleben lassen. Ich denke, für Mütter, die erleben müssen, wie ihre Söhne in einem sinnlosen Krieg fallen, für Menschen, die alles verloren haben, weil sie gegen den Strom geschwommen sind, die mörderischen Anordnungen der Mächtigen einfach nicht befolgt haben, für Menschen, die plötzlich mit einer bedrohlichen Krankheit leben müssen, für Menschen, die nach einem harmonischen Familienleben plötzlich erfahren müssen, wie sich die Familie in zwei Lager so zerstritten hat, dass eine Versöhnung wohl nicht mehr möglich ist. Für Menschen, die für ihre Zukunft keine Perspektive mehr sehen, weil politische Kräfte einen Plan der uneingeschränkten Macht für sich verfolgen. Diese Momente erinnern an Karfreitag für ganz viele Menschen. Diese und viele Momente lassen uns nachempfinden, nicht nur die Jünger, sondern auch wir und eben auch Hanna kennen solche schweren Situationen, die wir kaum annehmen können, in denen wir uns kaum zurechtfinden können, die dem Karfreitag wirklich ganz nahe kommen. Und deshalb ist dieses Osterlied von der Hanna so passend, auch für die Jünger damals und natürlich auch für unsere Situation heute. Es umschreibt nämlich die Freude, die jedem widerfahren kann, weil Gott mit seiner Auferstehung deutlich werden lässt, wie ihn er selbst in einer kürzesten Zeit Situationen verändern kann, wie er aus dem tiefsten Leid Menschen zur Freude führen kann, wie er aus dem Tod wieder Lebenskraft entstehen lassen kann.
Für Hanna ist es der Augenblick, als sie wirklich spürt, sie erwartet ein Kind. Plötzlich ist alles vergessen, die Dunkelheit, der Jammer, die Anfeindungen und vielleicht sogar auch der Wunsch, das Leben wegzuwerfen. Für die Frauen am Ostermorgen, die unglaubliche Erfahrung, dieser Jesus ist am Leben. Alles verschwunden, die Qual am Kreuz, nur noch Erinnerung, die Dunkelheit, die Verzweiflung, die Ohnmacht. Plötzlich bricht da Freude in ihr Dasein. Beide Gruppen entdecken, sind fest überzeugt, hier kann nur Gott gewirkt haben. Wenn wir von diesem Lied der Hanna, von der Freude der Frauen am Ostermorgen hören, dann schöpfen natürlich auch wir Hoffnung und hoffen ganz stark, vielleicht kann auch Gott in unserer Situation, ich habe so einige aufgezählt, die Dinge wenden und verändern. Vielleicht kann er uns heute helfen. Wenn er damals Hanna den Mutterwunsch erfüllt hat, wenn er damals die Feinde zum Schweigen bringt, den Niedrigen aus dem Staub erhebt, wenn er lebendig machen kann, wenn er die falschen Fürsten von ihrem Thron stürzt, wie es in diesem Lied heißt, ja, wenn er selbst vom Tode erwecken kann, wie am Ostermorgen Jesus Christus, warum sollte er uns nicht heute in dieser fast ausweglosen Situation des ganz großen Programms nicht helfen können? Ja, und hier sind wir bei der unglaublichen Botschaft des Osterfestes. Gott möchte uns nämlich wissen lassen, mit seiner Auferstehung, ihm ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Auch wenn wir heute, die wir augenblicklich noch in dieser Dunkelheit unterwegs sind, vielleicht die ganze Zeit als einen einzigen Karfreitag empfinden, ihm ist es möglich, dies zu verändern. Was uns nicht möglich erscheint, weil eine unglaubliche Macht in Form von Geld, politischen Ämtern, einer Streitmacht mit den modernsten Techniken, ein Wissen von unglaublich medizinischen Erkenntnissen und ein Netzwerk, welches über Jahrhunderte hinweg aufgebaut wurde, aus diesem Desaster herauszufinden, fast unmöglich erscheint. Aber am Ostermorgen erfahren wir, für Gott wäre das sicherlich auch möglich. Für Gott sind auch diese Veränderungen kein Problem. Hatte Hanna sich in vielen Gebeten an Gott gewandt, haben die Jünger und viele Gefolgte sich nicht von der Hoffnung aus seinen Worten irre machen lassen. Ihre Gebete, aber auch die Hoffnungen der Jünger, haben letztlich sie in Bewegung gehalten, haben dann letztlich auch den Gang zum Grab am Ostermorgen möglich werden lassen. Das Bleiben in seinem Wort, die Hoffnung, diese Haltungen, aus diesen Dingen hat sich Gott bewegen lassen und hat das Unmögliche möglich werden lassen an diesem Ostermorgen. Und spätestens hier gehen auch uns die Augen auf, wenn wir eine Veränderung aus unserer Leidenszeit oder auf dem privaten Weg aus all den ausweglosen Situationen unserer Zeit erleben wollen, wenn es für uns Ostern werden soll, dann hilft kein Jammern oder Hassen. Da hilft kein Resignieren oder Anklagen. Da gilt es, wie Hanna ins Gebet zu kommen. Da ist es wichtig, im Wort Gottes zu bleiben, damit wir bestimmt, aber sicher uns für den Frieden, für die Wahrheit, für die Liebe in dieser Welt einsetzen und leben können. Ja, werden einige sagen, sind diese Erfahrungen denn wirklich wahr? Sind es Geschichten, denen wir trauen können? Sind es Dinge, die uns wirklich anstecken können? Können wir den Menschen wie Hanna und den Frauen und den Jüngern am Ostermorgen wirklich Vertrauen schenken? Es scheint ganz verrückt zu sein. Wir glauben jeder manipulierten und hochbezahlten Studie. Wir glauben den zwischenzeitlichen Erkenntnissen einer Wissenschaft. Wir glauben sogar Politikern und meinen, sie wollen unser Bestes,
obwohl sie das 10- bis 20-fache verdienen und uns damit immer ärmer werden lassen. Und wir vertrauen Menschen nicht, die direkt erlebt haben, die Zeugen eines unglaublichen Geschehens im Leben geworden sind, die am Ort mit dabei gewesen sind, die sogar für dieses Erzählen, was sie dort erlebt haben, teilweise ihr Leben lassen mussten. Diesen Menschen vertrauen wir nicht. Was ist das für eine Welt und wie funktionieren wir? Da lachen wir und behaupten, ja, es gäbe ja keinen Gott, keine Möglichkeit, aus unserer Situation einen Ausweg zu finden. Ist es nicht töricht und einfältig? Wie leicht sind wir doch zu beeinflussen, zu steuern, zu manipulieren? Zum Glück begreifen immer mehr Menschen heute, welchen Irrtümern wir unserem Leben aufgesessen sind. Wir haben uns einschüchtern lassen mit Angst, mit Imponiergehabe, der Mächtigen, mit der Ehrfurcht vor Wissen, was man uns versperrt und bewusst falsch vermittelt hat. Ja, es war die Angst, die uns gelähmt hat, die uns alles annehmen lassen hat, was man uns verkauft hat. Ostern ist der Tag, aus dieser Angst herauszutreten. Das hat Hannah gemerkt in ihrem privaten Leben. Das haben die Frauen am Ostermorgen gespürt. Wir brauchen gar keine Angst mehr zu haben, denn Jesus Christus ist auferstanden. Zu diesen Dingen, zu dieser gewaltigen Macht der Veränderung, gehört das Osterfest und seine Botschaft. Gehört die Abkehr von falschen Lehren und Manipulationen, gehört das Zurücklassen der dunklen Nacht des Karfreitages, gehört das Vertrauen wieder neu zu schöpfen in den Schöpfer, in die Schöpfung selbst und die Hinwendung zu Gott selbst, zu leben in einer angstfreien Nachfolge. Dann, nur dann kann die zerstörte und geschundene Welt, nur dann können wir Ostern erleben. Wenn wir den Karfreitag zurücklassen, wenn wir die Angst abschütteln, wenn wir uns berühren lassen von den Berichten der Menschen aus vergangenen Zeiten und wenn wir dann letztlich auch selbst spüren, dass Gott verändert, dass er uns trägt, wenn wir ihm Vertrauen schenken und plötzlich erfahren, wie Hannah, dass plötzlich unser Leben verändert wird oder wie die Frauen am Grab, dass wir spüren, wir brauchen gar keine Angst mehr vor Krankheiten, vor Tod, vor Kriegen haben. Denn Gott streitet in dieser Welt, er lässt uns nicht allein. Er kann die Dinge von einem Moment zum anderen verändern. Es ist so einfach, Ostern zu feiern, sich diesem Gott anzuschließen, ihm zu vertrauen, ihn zu bitten, dass er es möglich werden lässt. Und dann haben wir eine riesengroße Aufgabe. Nicht nur, dass sich unser Leben verändert, dass wir fröhlich werden, dass wir die Trauer hinter uns lassen, dass wir souverän werden in unserem Leben und der Falschheit, der Lüge und der Propaganda die Stirn bieten, sondern wir haben die Aufgabe, diese große Botschaft unseren Kindern und Enkeln weiterzugeben. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde, liebe Mitchristen, ich wünsche uns nicht nur ein gesegnetes Osterfest 2024, sondern ich wünsche uns eine solche Erfahrung, wie sie die Hannah machen durfte, wie sie die Frauen am Ostermorgen machen durften. Eine Erfahrung, dass Gott Situationen verändert. Dass wir uns ihm zuwenden. Dass wir nicht auf falsche Sicherheiten mehr setzen. Dass wir den Karfreitag und die Dunkelheit, wie wir es am Anfang symbolisch mit einer Flamme getan haben, hinter uns lassen und spüren, wie Gott uns ins Licht führt, in die Helligkeit, in eine neue Zukunft. Das ist das Wirkliche des Osterfestes, die Größe. Und ich wünsche uns auch, dass wir den Mut haben,
diesen ersten Zeugen, aber auch allen Christen heute in dieser Welt Glauben zu schenken, um es dann selbst auch zu probieren, sich auf diesen Herrn einzulassen und plötzlich nicht mehr in der Dunkelheit unterwegs sein zu müssen. Auch in dieser schweren Zeit des Krieges, der Verleugnung, der Ausgrenzung, der Zerstrittenheit, der Machtsucht, der Hybris, des Egoismus, möchte Ostern seine Strahlkraft entfalten, möchte Gott sein Licht der Dunkelheit entgegensetzen. Und er tut es überall heute, wo Ostern an diesem Morgen gefeiert wird. Und er tut es dort, wo Menschen sich auf ihn einlassen, zu ihm beten, ihn anrufen. Mögen seine Lichtstrahlen diese Welt wieder erhellen. Möge er uns herausführen in eine neue und andere Zeit, die wir so dringend brauchen. Möge er uns die Kraft geben, glauben zu können. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam Fürbitte halten. Barmherziger Gott, gütiger Vater, wir loben und preisen dich für das Ereignis dieser Nacht. Wir können nicht hoch genug einschätzen, was du für uns getan hast. Wir können es auch kaum begreifen. Du hast den Tod durchbrochen, du hast das Licht des Lebens über jeden Tod in dieser Welt aufleuchten lassen. Dafür sagen wir Dank. Und bringen nun unsere Bitten vor dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die vom Sterben betroffen sind, für pflegende Angehörige, für Kranke, für Ärzte, Schwestern, Pfleger, für deren Freunde und Nachbarn, hilf ihnen, die schweren Tage zu tragen. Mach sie offen und bereit für das Licht des Lebens, auf das sie auch den Weg zum Lebensende als fruchtbaren, gemeinsamen Weg begreifen. Hilf ihnen nicht abzustumpfen, sondern aus der Kraft deiner Güte jeden Menschen liebevoll zu behandeln. Wir bitten dich für alle, deren Leben nicht mehr lebenswert zu sein scheint, für alle Traurigen und Enttäuschten, für alle Verzweifelten, für alle Verlassenen und Übersehenden, dass sie alle erfahren, dass du, Gott, für sie gerade da bist, dass du für sie Lebenswege bereit hast. Lass sie nicht untergehen in ihren Gefühlen, lass sie nicht mitten im Leben schon tot sein. Darum rufen wir zu dir, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die von Angst geplagt sind, denen die Angst den Weg ins Leben verstellt. Die Angst vor Menschen, die Angst vor sich selbst, die Angst vor dem Leben, die Angst vor neuen Wegen, die Angst vor den eigenen Möglichkeiten. Die Angst vor dem Sterben. Lassen sie alle teilhaben an deiner Kraft, die durch die Angst hindurchträgt. Lass sie Frieden finden bei dir und Hoffnung, die stärker ist als ihre Angst. Wir bitten dich aber auch für alle Selbstbewussten, für alle Mutigen und Zuversichtlichen, für die, denen alles zu gelingen scheint.
die sich um Anerkennung und Erfolg nicht mühen müssen. Bewahre sie vor Übermut und Leichtsinn, gib ihnen das nötige Gespür für die nötige Sorge um den anderen und die Ängste, die die anderen mit sich tragen. Lass sie erkennen, wo sie Demut nötig haben. Gütiger Gott, das Licht deiner Auferstehung leuchtet in diese Welt. Aber nicht überall. Kann es das Leid erleichtern? Kann es unsere Trauer überwinden? Kann es den Tod überwinden? Lass uns dennoch an deinem Licht festhalten. Lass es durch uns an viele Stellen der Welt gelangen. Darum bitten wir dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lassen Sie uns aus dieser Osternacht, aus diesem Ostermorgen mit Gottes Segen gehen in eine hellere, freundlichere und schönere Zeit, die Gott uns bereiten möchte. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte an dieser Stelle für alle Ostergrüße danken. Ich habe so viele freundliche Worte zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank und ich möchte Ihnen allen, jedem, der diesen Stream sich anschaut und alle, die hier immer mit so wundervollen Kommentaren aufwarten, ein gesegnetes Osterfest wünschen. Mit viel Gesundheit, tiefem Gottvertrauen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt.